25 Jahre Einheit, Sondersendung auf TV Berlin, heute den ganzen Abend. Und ich habe mir Gäste eingeladen, die Geschichten aus der Geschichte erzählen. Und heute ist mein Gast Dr. Sabine Bergmann-Pohl. Herzlich willkommen. Danke, Herr Brinkmann. Kann man Sie eigentlich noch anreden mit Exzellenz, Frau Staatschefin oder Oberhaupt der DDR? Also das habe ich übrigens auch damals nicht gewünscht, sondern ich wollte immer lieber mit meinem Namen angesprochen werden. Aber der Bundespräsident lässt sich nur mit Herr Bundespräsident anreden. Ja, und viele haben natürlich Frau Präsidentin gesagt und manche sagen es heute noch und das ist ja in Ordnung. Also einmal Präsident, immer Präsident. Ja, aber Sie waren zwei Präsidenten. Das stimmt. Auch das noch gleichzeitig. Ja, das ist richtig. Ich habe das immer damals so bewertet, das eine mache ich ehrenamtlich, das Staatsoberhaupt, das war ja noch ein Zubrot zu meiner Funktion als Volkskammerpräsidentin durch die Verfassungsänderung. Das war viel Arbeit, denn es war, dahinter stand ja eine ganze Behörde. Und, aber wie gesagt, ich habe dafür kein Gehalt bekommen. Ich habe das praktisch nebenbei gemacht. Und Sie sind natürlich in diese Aufgabe reingerutscht. Vor dem 18. März hatten Sie kein politisches Amt inne in der DDR. Wie sind Sie denn überhaupt in die Politik gekommen? Also ich bin sehr, sehr jung Leiterin einer Poliklinik in der DDR geworden, 1981. Sie sind Lungenärztin. Ich bin Lungenfachärztin und 1981 bekam ich eine Poliklinik, wahrscheinlich, weil man fachlich von mir überzeugt war und wurde Chefin von über 30 Mitarbeitern, die alle jünger, älter waren als ich. Ich war die Jüngste und dann hörte ich von einer Kollegin, die in der SED war, dass die SED einen Orga auf mich geworfen hätte und sie wollten mich werben. Und das war problematisch, weil man geriet unter Druck und ich wollte nie in eine Partei eintreten. Aber ich bin dann den leichteren Weg gegangen. Ich habe gesagt, gut, dann trete ich halt in eine Blockerpartei ein und bin in die CDU eingetreten, weil ich wusste, dann lässt man mich in Ruhe und so war es dann auch. Aber dann kam der Herbst 89. Ja. Na, ich bin ja dann, ich hatte dann noch eine höhere Position. Ich war ärztliche Direktorin der Bezirksstelle für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, eine magistratsnachgeordnete Einrichtung. Und ich habe natürlich hautnah die Probleme mitbekommen, weil wir hatten praktisch Urlaubsverbot. Man wusste nicht, wie die Demonstrationen ausgehen. Es sollte medizinisches Personal bereitgehalten werden und wir hatten also Dauerbereitschaft, wenn Sie so wollen. Also daran sieht man, das war damals schon eine enorme Gratwanderung. Und insofern war das für mich natürlich auch eine ganz angespannte Zeit. Aber dann kam die Zeit und da kam die Mauer fiel und plötzlich waren Sie mittendrin. Wann war Ihnen das erste Mal bewusst, dass Sie sich jetzt selbst von sich aus politisch engagieren wollen für eine neue DDR oder vielleicht sogar schon für die deutsche Einheit? Richtig. Also man muss dazu sagen, ich bin ja vorher schon im Bezirksvorstand, habe ich mich in Ost-Berlin habe ich mich engagiert für Gesundheitswesen, für Fragen der Betreuung von Alkoholsüchtigen und anderen Dingen. Also aktiv war ich schon vorher. Aber dann haben wir also sehr schnell Kontakt zur Westberliner CDU aufgenommen und haben. Wurden Sie angesprochen oder haben Sie Kontakt gesucht? Wir haben Kontakt gesucht und haben dann zum Kreisverband in Schöneberg haben wir dann Kontakt aufgebaut. Ja, und dann hatte ja der runde Tisch beschlossen, am 18. März soll die erste freie Volkskammerwahl sein. Und dann sprachen mich interessanterweise die Westberliner Kollegen an und haben gesagt, ich müsste unbedingt kandidieren für die Volkskammer. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nie in die aktive Politik. Und es hat schon mehrere Gespräche bedurft, ich ja gesagt habe, aber nichts oder nicht ahnend, was dann auf mich zukommt, denn ich wollte meinen Beruf weiter ausüben. Was hat denn Ihr Mann zu Ihnen gesagt? Hat er zugesprochen oder hat er gesagt, mach das lieber nicht?
Also er hatte zumindest nichts dagegen, weil uns war klar, jetzt muss man sich auch engagieren und er hat sich ja in seinem Sportverein engagiert. Also insofern war schon ein großes Engagement auch von den Leuten da, sich irgendwo einzubringen. Aber natürlich nicht in so eine hohe Das konnten Sie ja noch politische nicht Funktion. ahnen, als Sie am Nein, 18. März natürlich gewählt nicht. worden waren. Nein. Da waren Sie Abgeordnete. Genau. So, erste Sitzung. Die Präsidentin oder der Präsident wird gewählt. Der Gegenkandidat heißt Herr Höppner, später Ministerpräsident, ich glaube Sachsen-Anhalt. Ne? Sachsen-Anhalt, genau. Ja, und Sie werden aufgestellt. Wollten Sie das auch von sich aus oder Nein, wurden Sie überhaupt da nicht. so Also reingeschoben? Mach mal! ich musste mich innerhalb von 5 Minuten in der Fraktion entscheiden. Man hatte mich vorgeschlagen und dann wurde gesagt, machen Sie es nun oder machen Sie es nicht. Und da, ja, irgendeiner musste es ja machen. Und dann es war auch ein Argument. Im Westen Frau Süssmuth als Präsidentin des Bundestages, wäre schön, eine Frau in der Volkskammer. Ja, und dann habe ich mich aufstellen lassen. Natürlich, ich sage mal, von der parlamentarischen Arbeit keine Und Ahnung. schwuppsdiwupps waren Sie Präsidentin der Und Volkskammer. schwuppsdiwupps war ich Präsidentin eines sehr emotional aufgeladenen Parlaments, das also oft sehr schwierig auch zu handeln war. Aber ich habe es nie bereut. Wie wurde man denn jetzt auch noch Staatschefin? Also es war ja so, vorher war das ja anders organisiert. Es gab ja den Staatsratsvorsitzenden, und das wollte man ja nicht mehr haben. Man hat das Amt des Staatsrates umgewandelt in das Amt des Staatsoberhauptes, weil wir sind ja damals davon ausgegangen, dass wir mindestens auch 3 Jahre vielleicht eine Übergangsphase So haben werden. 94 hatte man so angedacht. Richtig, genau. Und wir haben also dann wurde durch eine Verfassungsänderung beschlossen, noch ein Staatsoberhaupt zu wählen. Und bis zu dieser Wahl sollte der Volkskammerpräsident bzw. ich als Präsidentin dieses Amt Das mit fiel Ihnen so in den durchführen. Schoß quasi. Es fiel mir zusätzlich noch in den Schoß. Ich habe natürlich, als ich das erfahren habe, schlaflose Nacht gehabt. Das kann ich Ihnen nur sagen. Aber ja, und ich habe es bis zum Schluss ausgeführt und ja, es ist eigentlich alles ganz ruhig und gut gelungen. Es gab ja noch, als Sie gewählt wurden, die Verfassung der DDR mit dem Diktatur des Proletariats und dem Schwur. Welchen Schwur haben Sie denn leisten können, müssen, sollen? Ich musste gar nicht schwören. Ich bin gewählt worden von den Abgeordneten der frei gewählten Volkskammer und musste nur, ich glaube, ich bin nur gefragt worden, ob ich das Amt annehme oder nicht annehme. Denn als der Ministerpräsident de Maizière Der, schwören musste, dafür musste die Verfassung geändert werden. richtig. Wir haben dann, das war eine fürchterliche Sitzung. Wir haben abends vorher noch lange zusammengesessen, haben geglaubt, wir haben einen Kompromiss. Und am nächsten Morgen hat er alles wieder verneint. Und es war ein großes Tuhubuhu in der Volkskammer. Da wollte ich das erste Mal zurücktreten, weil die alle wie verrückt da aufgesprungen sind. Alle sind an die Mikrofone gerannt. Mikrofone waren alle angestellt. Und dann habe ich die Sitzung unterbrochen und dann haben wir also praktisch außerhalb dann einen Kompromiss gefunden, einer gemeinsamen Formel, weil de Maizière eben sich geweigert hatte, auf die Verfassung der DDR zu Das wird schwören. uns Lothar de Maizière aber auch noch mal selbst erzählen. Er kommt natürlich auch vor in dieser Sondersendung und er wird auch darüber berichten, wie schnell das ging. Sie sind jetzt aber als quasi nicht gelernte Parlamentarierin jetzt auch noch Präsidentin der Volkskammer. Wie viele schlaflose Nächte haben Sie denn wirklich gehabt danach? Also die schlaflosen Nächte kann ich nicht zählen, aber ich habe ein Schlafdefizit gehabt. Also ich bin nie vor Mitternacht nach Hause gekommen und im Prinzip morgens um 6, um 7 schon wieder aufgestanden. Das Schlimme war auch oft, dass man vieles am Tag vorbereitet hat. Wir hatten ja nun dann einen ausgefüllten Tagesplan. Und wenn wir Sitzungen hatten, dann nächsten Morgen kam ich in die Volkskammer, dann war oft alles wieder anders. Also es war eine sehr anstrengende Zeit, es war eine verantwortungsvolle Zeit und wir waren ja auch Getriebene auch der Leute auf der Straße.
Und wir hatten mit vielen Problemen zu kämpfen. Ich denke einfach an das wirtschaftliche Desaster, was von Woche zu Woche immer klarer wurde. Die Menschen wollten die D-Mark haben. Damit kamen natürlich neuere Probleme. Insofern, wir wussten, dass auch das Zeitfenster für die außenpolitischen Zustimmung nicht sehr groß sein wird. Also es war wirklich, wir waren Getriebene, aber es hat uns angespornt. Und es gab, muss ich auch sagen, fraktionsübergreifend auch eine gute Zusammenarbeit. Also am Anfang hat dieses parteipolitische Gezänk war nicht so vordergründig. Das wurde nachher schlimmer, je mehr die Westparteien Einfluss nahmen. Es war ja gleichzeitig Bundestagswahl in diesem Jahr. Die Koalition ist ja dann auch auseinandergebrochen im August. Also insofern, man kann sich nicht vorstellen, was für ein Arbeitspensum war. Gehen wir mal auf zwei Ereignisse, die für Sie besonders wichtig waren. Ich nenne mal den 17. Juni mit einer kritischen Situation, die Sie uns gleich erzählen. Und dann natürlich die Nacht vom 22. auf 23. August. Also der 17. Juni war so, dass... Darf ich dazwischen sagen, war in der Bundesrepublik noch Feiertag. War in der Bundesrepublik noch Feiertag. Und wir hatten die Idee, diesen 17. Juni gemeinsam zu begehen. Nun war ja noch mit wem gemeinsam? Mit dem Bundestag gemeinsam zu begehen. Nun war das Problem, es war ja noch Vier-Mächte-Status in Berlin und es war gar nicht so einfach, die Zustimmung jetzt zu bekommen. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und Sie auch. Aber wir müssen jetzt eine kleine Pause machen, weil unsere Werbekunden sagen, hier möchten Sie gerne dabei sein. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter und das wird eine wirklich spannende Geschichte. Die bin ich ganz sicher, Sie wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Bis gleich.